Ich bin ja Berichterstatterin für Rüstungsexporte und deswegen ist meine erste Antwort, dass sie Rüstungsexporte wirksam kontrollieren muss. Im Augenblick ist es ja so, zum Beispiel im Jemen, dass Waffen aus europäischen Ländern dort für sehr, sehr großes Leid sorgen und Rüstungsexporte befeuern in vielen Teilen der Welt Konflikte. Als nächstes finde ich es sehr wichtig zu sagen, dass Armutsbekämpfung eine der wirksamsten Formen von Friedenspolitik und Konfliktbewältigung ist. Aus meiner Sicht sollte die EU sich auf zivile Mittel beschränken. Das ist auch das, was ich finde, sie am besten kann, und sie sollte bedenken, dass viele Konflikte in der Welt Ergebnis der EU-Politik sind, Ergebnis der neoliberalen Politik sind, und wir von Europa aus gerechte Handelsverträge, Armutsreduzierung und auch eine nachhaltige Entwicklung, was das Klima betrifft, befördern sollten. Für uns heißt Frieden eben auch Sozialfrieden oder ganz besonders sozialen Frieden.